Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, ich habe gerade das Spiel gestartet und schon geht's los. Hier ist ja direkt ein Oblivion-Tor vor Koroll, das aufgemacht wurde. Und das müssen wir ja jetzt, schließen wieder. So, da müssen wir hin. Und da sind schon die... Komm, wir machen erstmal die Spinne weg. Wow. Yo. Spring in die Lava, bitte. Autsch. Nein, bitte nicht in die Lava fallen. Nicht in die Lava fallen. Oh, ich dachte schon. Sie ist jetzt in die Lava gefallen. Alter. Der tat mir leid, der da hing. So, wie kommen wir am besten dahin? Ich glaube hier rum. Magie reicht wieder nicht aus. Was ist mit der Magie gerade los? Okay, ich glaube, wir wurden verflucht. Wir müssen definitiv eine Kapelle aufsuchen. So, komm. Ah, okay. Nee, warte. Wir können von dem da rein. Von dem Turm hier. Können wir in den Hauptturm rein? Nadu? Autsch. Ich glaube, ich muss die Waffe reparieren. Ich glaube, wir müssen einmal ganz kurz... Alter, wir haben zu viele Schlüssel. Jo, ist bei 30%. Achso, das war dafür. Okay. Habe ich vergessen. Gibt es da oben noch einen Gegner? Auf jeden Fall hier oben muss irgendwo eine Tür sein. So geht's auf. Da haben wir die Tür. Und... Das Tor müsste jetzt offen sein. Eines. Auf jeden Fall. Aber so kommen wir jetzt darüber. Einmal kurz speichern.
Gold, Seelstein, der da Seite, ja. Ah, nee, von hier kommen wir nicht. Oben oder unten? Ich glaube, oben hat mir einer gesehen. Ist er extra runtergesprungen? Rausgegangen und runtergesprungen? Aber von wo? Wie kam von da? Wo kommst du denn her? Das überlebst du hier nicht. Der ist aber auch mutig, hier so am Rand zu springen. Ach, da ist der Gefangene. Ich würde die Leiche einmal bitte untersuchen. Skelett hat nichts. So, aber da vorne ist jetzt offen. Und dann kommen wir von dem Turm. Richtig da. Autsch. Das waren aber zu viele Schläge. So, der ist ein bisschen tiefer. Das heißt, von hier kommen wir da rein. So, weg mit dem Zivilei. Oder Schivilei. Da ist ja noch einer. Ich wollte dir nicht wehtun. Das sah interessant aus. Ich hoffe, der Verehrer überlebt es dieses Mal, mit mir hier unterwegs zu sein. Wie auch immer er jetzt hochgekommen ist. So, ich gehe noch mal kurz nach ganz oben. Okay, das ist ein Dremora-Ding. Blutbrunnen. Miu. Und automatisch gespeichert. Der wird es nicht überleben. Na, ihr Hübschen? So. Greift mich an und nicht mein Verehrer, ja? Irgendwo ist hier noch einer.
Irgendwo habe ich jetzt Schaden genommen. Unten? Aber wir müssen nach oben. Er hat es noch überlebt, okay. Ah, von hier. So, auch ein Dremoradin. Ich brauche aber Dietrich. So. Nehmen wir. Okay, ich dachte schon, der ist tot. So, Blutsäckle. Dätre Seite. Ist zwar was wert, aber brauchen wir nicht. Mithrilbeinschieb. Kann ich ihn auch ausrüsten? Wäre schön, dass, wenn... Warte mal. Wie kam er denn... Jetzt... Der überlebt sie wieder nicht. Wieso folgt er mir auch in die Dedra-Portale? So, hat er was Schönes? Nope. Na, immerhin eine schöne Sache gibt's. Wir kriegen ihn immer wieder neu nachgereicht. Immer wieder ein Ersatzgerät. So. Zurück. Nichts nutzt. Welche drei sind denn das hier? Wen willst du hier verbannen? Heimzahlung des Blutes? So, hat der hier Kiemen? So, wo ist unser Verehrer? Lebt er denn noch? Da ist er. Er lebt noch. Er darf das jetzt einmal miterleben. Ich weiß nicht, ob er das schon mal erlebt. Ring der Kraft? Komm, dort können wir verkaufen. Okay, er lebt immer noch. Kann ich ihn auch heilen? Regeneriert er sein Leben dann?
Warum guckt er so grimmig? Ja, oh großer und mächtiger Großmeister. Gibt es etwas, das ihr benötigt? Kann ich... Er guckt grimmig. Warum? Aber ich glaube, er darf jetzt das erste Mal miterleben, wie wir ein Daedra-Portal schließen. Indem wir das Siegelstein mit hier mitnehmen. Ich glaube wirklich, das ist jetzt sein erstes Mal. Ich habe das Oblivion-Tor außerhalb von Koroll geschlossen. Ich sollte mit der Gräfin über die sofortige Entsendung nach, von Unterstützung nach Bruma sprechen, da Koroll jetzt nicht mehr direkt bedroht wird. Komm, mein werter Verehrer. Koroll ist gerettet. Soweit ganz gut und selbst. Und ich bin schon weg. Dum, 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 dum. Boah, ich mag die Musik. Ich finde es schade, dass wir nicht alle Daedra-Ausrüstungsteile haben und Sets und so weiter. Ich hätte gern noch mehr. Immerhin schon mal den Kyras, die Beinschienen und die Stiefel. Aber die Armschienen, Helm, Schild und Schwert hätte ich gerne auch noch. Warte mal, wir müssen die Quest, glaube ich, aktiv schalten, ne? Hallo, ich bin Lels Mafrik, oberster Herold und Diener der Gräfin Valga. Willkommen in Koroll. Ja, wo ist die Gräfin? Die Gräfin hält täglich von morgens 8 bis abends 6 Uhr Audienz. Wenn ihr eine Audienz wünscht, kommt in dieser Zeit zurück. Ihr könnt dort am Eingang warten. Schönen Tag. Lebt wohl. Vor 11 Ingame-Minuten ist sie gegangen. Dürftet gar nicht hier sein. Mist. Die hat hier einen Valastein. Gut, dann. Von 8 Uhr morgens hieß es, eh? Dann warten wir. So, wo bleibt die Gräfin? Was? Orgnolf. Ah, da ist sie ja. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Hoffentlich geht es euch gut. Wie sieht's jetzt mit der Hilfe für Bruma aus? Euer Ruf eilt euch voraus, Held von Quatsch. Ihr habt meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, als ihr das Oblivion-Tor geschlossen habt. Jetzt werde ich gern Soldaten entsenden, die euch bei der Verteidigung von Bruma helfen sollen. Wird erledigt. Irgendwelche Gerüchte? Ein so großer Hexenmeister wie Janus Hasildor muss seine Altersgenossen einfach überleben. Er muss ein einsames Dasein führen. Okay. Lebt wohl. Lebt wohl. Okay, nice. Also... Koroll hilft jetzt Bruma. So, wer könnte dann jetzt als nächstes
aushelfen. Hier haben wir noch ein Tor. Ein Tor nach Oblivion. Ein Tor nach Oblivion. A Gate to Oblivion. Ein Tor nach Oblivion. Hier ein Tor nach Oblivion. A Gate to Oblivion. Warum sind... Ich glaube, die questrelevant sind, werden nicht übersetzt. Kann das sein? Ich glaube, die werden alle noch Probleme hier mit Dingens haben. Hier. Skingrad müssen wir noch... Wäre dann das nächste. Hier, genau. Ist auch questrelevant. Aber Quatsch. Ist Quatsch wieder aufgebaut? Seid gegrüßt. Ich glaube, das hatte ich schon mal gefragt, ob Quatsch wieder aufgebaut ist. Das will ich wissen. Ich glaube, deswegen bin ich auch diese Route hier jetzt gegangen, hier rum. Weil ich das wissen wollte. Aber jetzt erstmal gucken. Das haben wir befreit. Hier wäre das und das die nächsten. Also erstmal zur Goldstraße. Ich glaube, dieses Mal... Wir wollten... Warte mal. In die Kapelle. Da war ja was. Uns einmal heilen. Von allen Flüchen und so weiter. Bitte nur eine einzige. Die Neuen lieben die Bösen nicht. Was? Wie geht es euch heute? Bereut eure Verbrechen, Elender. Habe ich Verbrechen begangen? Kopfgeld 5? Wahrscheinlich könnt ihr es nicht mehr hören, aber ich möchte euch trotzdem danken, dass ihr das Oblivion-Tor geschlossen habt. Wir machten uns alle solche Sorgen. Auf Wiedersehen. Ihr seid tapfer, Freund. Selbst den direkten Kampf gegen Oblivion habt ihr nicht gescheut. Ich grüße euch. Wiedersehen. Wie bereue ich meine Verbrechen? Bereut eure Verbrechen, Elender. Rechtsbrecher? Flieht nicht um den Segen des Drachen, Sünder. Was habe ich gemacht? Hallo? Eure Verbrechen lassen euren Körper und Geist verfaulen. Nicht einmal die Bella liebt, Sünder. Ich nehme an, der Dädrakul. Die Schwachen und Armen leiden unter euren Verbrechen. Was habe ich gemacht? Du bist heute gesegnet worden. Du bist heute gesegnet worden, was? Verstoß nicht gegen den Frieden Maras. Brecht kein Gesetz, weder menschliches noch tierisches. Was habe ich gemacht? Wo habe ich ein Gesetz gebrochen? Hallo. Ihr seht wie jemand aus, der sich in schwerer Rüstung... Kann ich irgendwie... Wie werde ich das wieder... Hä? Grüße. Grüße. Kann ich irgendwo mein Kopfgeld bezahlen? Wenn ich Kopfgeld habe? Kann ich wieder rechtschaffen werden? Was habe ich gemacht? Ich habe es vergessen. Ich weiß es nicht. Grüße. Bei ihr? Ich freue mich, euch wiederzusehen. Hoffentlich geht es euch gut. Lebt. Wie es scheint, seid ihr in Schwierigkeiten.
Aber sorgt euch nicht, wir sind schließlich Freunde. Ich sehe nicht so genau hin und zahle diese Geldstrafe für euch. Was? Bringt euer Anliegen vor. Lebt wohl. Es freut mich, euch zu sehen. Hat er jetzt für mich gezahlt? Kann ich grüße euch. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade wirklich ein bisschen verwirrt. Ich wusste nicht, dass man hier so hart bestraft wird, wenn man einmal irgendwie ein Vergehen gemacht hat oder so. Ist denn hier jetzt mein Ruf? Infamie ist 1, okay. Was habe ich aber gemacht? Freut euch, der Glaube hat eure Gebrechen geheilt. Das aber nicht. Nicht krank? Habe ich einen Krankheitsheiltrank? Wurde ich vergiftet? Na, Gift würde... Okay, ich weiß jetzt nicht, was da ist. Was das für ein Malus ist, was ich da habe. Es verbraucht auf jeden Fall sehr viel Magie, sehr viel Mana. Aber... Was habe ich jetzt genau verbrochen gehabt? Dum, 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 dum. Okay, der kommt nicht hinterher. Und vielleicht auch besser so. Oh, das sieht schön aus, wenn das irgendwie auch kaputt ist ein bisschen. Hat was auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich werde die Oblivion-Tore vermissen, wenn wir die alle geschlossen haben. Oder spawnen die nach einer Weile wieder nach? Dass die dann wieder aufgebaut sind. Denn es gibt ja große und kleine Tore. Und ich glaube, die kleinen werden immer wieder nachkommen. Dum, dum, dum. So. Hat die was? Dädrische. Woher hat sie bitte dädrische Pfeile? Woher? Also ich beschwere mich jetzt nicht, dass ich die jetzt habe, aber woher hat die die?
So, genau die Richtung. Das ist der Weg. Ich glaube, ab da hat schon die Goldstraße angefangen. Kann das sein? Moinsen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich freue mich schon auf, wenn wir The Elder Scrolls Online spielen. Wo wir ganz Tamriel besichtigen, besuchen. Und uns das alles ansehen. Greift sie uns an? Ja. Also hier ist jetzt auch wahrscheinlich alles wieder nachgespawnt. Wieder neu da. Irgendwie das mit dem Regen hat was. Okay, hier hätten wir ein Tor. Da. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tore sind ums Kinn gerade herum. Ist ein bisschen viel. Oh nein, ein Irrlicht. Erschrecke ich mich jetzt? Den habe ich echt nicht kommen sehen. So, mal gucken. Nee, falsch. Hier. Ja, einmal alles wieder reparieren. Und eventuell gleich ein paar Hämmer holen, wenn wir in Skingrad sind. Da könnten wir ein paar gebrauchen. So, ihr Licht. Du bist als nächstes. Einmal kurz speichern und... Hier vielleicht.
Sie haben Kraft aus der Quelle gewonnen. Nee, das geht. Da passt mir was nicht. Tausend ist der Wert. Müsste ich mal verkaufen gehen? Da ist ein neues Oblivion-Tor. Seid gegrüßt, guter Bürger. Genau da. Genau hier. Der ist neu. Der Gate to Oblivion. So, Fertigkeit verbessert. Nice. Wegschein von Kühnerad hat er dafür kaputt gemacht. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Aber da hinten ist kaputt, oder? Das Tor. Das haben wir geschlossen, oder? Haben wir nicht geschlossen. Okay, wir gehen aber erstmal wieder Richtung Skingrad. Und dann mal schauen. Okay, da hinten ist aber... Recht. Da hinten ist dicht. Der ist zu. Einfach einen Wegschreit hier. Kaputt gemacht. Die machen echt vor gar nichts halt. Hallo. Hallo. So. Da wären wir. Nein, mit Janus müssen wir hier reden. Ich wollte schon sagen, bleibt er da jetzt die ganze Zeit stehen oder kommt er noch mit? Ja, eine Münze für einen Versehrten. So, kriegen wir hier, Wie geht es euch? 1000 Gold? Seht euch meine Waren an. 800. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. Den können wir auf jeden Fall verkaufen. Okay, können wir auch hier verkaufen. Ihr seid ein harter Feilscher. Da kriegen wir ein bisschen mehr was von, aber... Das ist Diamant. Mehr, als ich für gewöhnlich zahlen würde. Aber ihr zahlt. Da, Hämmer. Wir haben 7. Ich würde
13 kaufen, damit wir 20 hätten. Es war mir ein Vergnügen, euch behilflich zu sein. Seht euch vor. Ja, und jetzt zu Janus. Dann hätten wir hier alles. Dann müssten wir wirklich mal in den nächsten Folgen Skin gerade von den ganzen Oblivion-Toren hier mal befreien. Ist ja mehr als nur der eine da eigentlich. Nur den einen sehen die hier jetzt direkt als Bedrohung. Hallo. Hi. Ich habe gehört, die Handschuhe. Was wollt ihr? Hilfe für Bruma. Ich glaube, dass der Graf diese Angelegenheit persönlich in die Hand nehmen möchte. Wartet hier. Ich werde dem Grafen sagen, dass ihr auf ihn wartet. Ist das wahr? Absolut nicht. Gibt es Neues aus den anderen Regionen von Tamriel? Gerüchten zufolge hat der Nerevarim Morrowind für eine Expedition nach Akavir verlassen. Seither hat niemand mehr etwas von ihm gehört. Das Land der Dunmar scheint eine turbulente Zeit zu durchleben. Schönen Tag. Schönen Tag. Wie ist das Wertebefinden? Euer Gnaden. Seht euch vor. Wisst ihr, ich sah euren Kampf gegen den Grauen Prinzen. Niemand glaubte, dass dieser Ork geschlagen werden könnte, aber ihr habt es allen gezeigt. Ja, okay. Ich bräuchte Hilfe für Bruma. Solange Skingrad durch ein Oblivion-Tor bedroht ist, kann ich keine Soldaten für Bruma erübrigen. Denkt von mir, was ihr wollt, aber ich schütze immer noch meine Leute. Das hier ist meine Stadt und Merunes Dagon wird sie nicht in die Finger bekommen, solange ich noch Graf von Skingrad bin. Okay. Auch ihr. Das war das, was wir geklärt haben mussten. So, dann kümmern wir uns jetzt um das Tor. Und die anderen, die hier drumherum sind, die müssen ja auch noch weg. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Natürlich muss der jetzt rauskommen. So. Glaubt, da wollte irgendwas uns auspeitschen. Mit Erfolg Harada haben wir gedingst. Geerntet. Ey! Wie schnell ist die denn? Die ist ja richtig schnell. Autsch. Nicht mehr mein Problem. Ha!
Ich hoffe, unser Verehrer hat das überstanden. Ich glaube... Ach, hier. Aber warum gehen die immer zuerst auf den Verehrer los, anstatt auf mich? Falsch gedrückt. Kurz überlegen, wie kommen wir darüber? Vielleicht einmal kurz speichern. Ich drücke immer wieder das Falsche. Überlebt. So. Und wer ist hier unten? Oh, drei Stück gleich von denen. Hier. Was war das denn? Was war das? Was war das denn gerade? Ich bin quer durch die Dings hier geglitscht. So. Sein Gold werde ich ihn gut anlegen. Also warte mal, wir haben ja Tränke. Wo kommst du denn her? Herzzerreißender Halt. Da wollen wir hin. Okay, hier sind deutlich mehr Gegner als sonst. Milchgesicht. Milchgesicht, ey. So, hier oben jemand? Nö. Hier aber. Aus dem Weg. Muss ich vielleicht wieder was reparieren? Ja. Wieder mal alles.
Jo. So, den sind wir schon mal los. So, was hat er hier? Der hätte Kriegsarzt. 3800 ist es wert. Die haben nur die Dings. Nur die Waffen. Alter, die... Der prügelt mir wirklich... Der prügelt mir die Scheiße aus der Seele. So, okay, der ist schon mal weg. So ist besser. Oder Magie reicht wieder mal nicht aus. Natürlich wieder ein Schibilei. Irgendwie muss ich sagen, Schibilei hört sich irgendwie süß an. Autsch. Füttert mich. Ich verstehe nicht, was... Basisamulett des Glücks war auf jeden Fall was wert. Okay, hier ist irgendwo noch einer. Da. Hier geblieben. Ich glaube, einer ist in den Tod gestürzt. Kann das sein? Ich glaube, einer ist einfach nur in den Tod gestürzt. Aber wir sind am Ziel. Ah, die müssen... Jetzt schnell nach oben. Beugt euch vor mir. Streitkolben des Winters ist auch richtig was wert.
So, nehmen wir das mal mit. Ich habe das Oblivion-Tor außerhalb von Skingrad abgeschlossen. Ich sollte mit dem Graf über die sofortige Entsendung von Unterstützung nach Bruma sprechen, da Skingrad jetzt nicht mehr direkt bedroht wird. Ob das die ausgerechnet das hier genau auf dem Wegstein von Kühnerat das gemacht haben? Schon heftig. Seid gegrüßt, Nord. Seid gegrüßt. Obwohl, wir machen... Sagen wir mal so, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Reden dann nochmal mit Janus. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!